Diesmal beim Verbrauchermagazin Pluspunkt. Der große Frühjahrsputz, Tipps und Tricks. Mobilfunkgeräte, Ministerien verurteilt. Und im Pluspunkt-Tipp, Vergleich von Depotkonten. Das Verwaltungsgericht Latium hat Ende 2018 die italienischen Ministerien für Umwelt, Gesundheit und Bildung dahingehend verurteilt, die Bürger umgehend, umfassend und unabhängig über die Gefährlichkeit mobiler Medien informieren zu müssen. Denn es scheint, als hätte sie jahrelang diese Pflicht bewusst missachtet. Gesetze sehen vor, dass die Ministerien sehr wohl die Leute informieren müssen, damit der Verbraucher einen bewussten Umgang mit dem möglichen Kauf oder Nichtkauf dieser Technologie haben kann. Aber wenn der Verbraucher keine Information kriegt, dann ist seine Entscheidung einfach nicht frei. Er kauft einfach, was die Werbung sagt, du musst das kaufen. Gericht und Verbraucherschützer sehen in dieser Diskussion vor allem drei Aspekte als sehr wichtig an. Erstens, die Bildschirmfähigkeit des Nutzers. Also Neurologen und Wissenschaftler sagen, erst ab 13 Jahren kann man anfangen, mit Bildschirmgeräten zu arbeiten. Also Bildschirmgerät ist zum Beispiel ein Computer. Zweitens, die Strahlenbelastung der Geräte. Die Strahlung ist mit dem menschlichen Leben leider nicht zu vereinbaren. Und drittens, der soziale und rechtliche Aspekt. Es gibt viele Wissenschaftler, die davor warnen, also selbst ein Erwachsener kann nicht souverän zum Beispiel in sozialen Netzwerken zu Hause sein, geschweige denn ein Kind. Während die Bildschirmfähigkeit und der soziale und rechtliche Aspekt als eher abstrakt angesehen werden können, stellt laut Verbraucherschützer vor allem der Elektrosmog durch die mobilen Geräte das eigentliche Problem dar. Handymasten und WLAN-Strahlen sind laut Weltgesundheitsorganisation potenziell schwer gesundheitsschädigend. Konsumentenschützer rufen deshalb nach einem Schritt zurück zu verkabelten Geräten und dem Verzicht auf Funkstrahlen. Und wenn wir zum Beispiel die Kommunikation anderweitig organisieren können, zum Beispiel mit einem kabelgebundenen Computer, dann haben wir das Nutzen erreicht, aber ohne Belastung. Das wäre natürlich möglich. Und die Wissenschaft, die unabhängige Wissenschaft, hat schon längst viele Elemente bewiesen. Ich würde sagen, wir brauchen keine weitere Studie. Und was ist mit der Privatsphäre? Smartphones, aber auch vernetzte Überwachungsanlagen können personenspezifische Daten sammeln und weitergeben, ohne dass es der Betreffende merkt. Und bald geht es nicht nur mehr um die normalen Daten, es geht um dann biometrische Daten, zum Beispiel Fingerabdruck oder Gesichtszügeerkennung und so weiter. Das ist sehr problematisch, vor allem aus der Sicht des Datenschutzes. Die drei Ministerien haben nun 6 Monate Zeit, diese sachliche, unabhängige Information an den Bürger zu bringen. Vielfach auch in Zusammenarbeit mit lokalen Körperschaften und Landesassessoraten. Die Verbraucherzentrale möchte in Südtirol mit von der Partie sein, aktiv und gewichtig. Wir haben als Verbraucherzentrale zum Beispiel im Land angeboten, bei den zuständigen Landesräten, für Informationen zu sorgen, das heißt Informationsquellen zu nennen oder gar für eine Information zusammenzuarbeiten. Aber wir sind zu keinen Kompromissen bereit. Also wir wollen sachlich informieren, ungeschminkte Informationen liefern. Die braucht der Mensch heute. Die Informationen sollten in jedem Fall auch auf Deutsch und Ladinisch zur Verfügung gestellt werden. Und auch darüber will die Verbraucherzentrale wachen. Die Südtiroler parken ihre Ersparnisse meist auf Depotkonten, wo auch Zinsen erwirtschaftet werden. In den letzten Jahren sind diese zwar gesunken, sie scheinen sich aber wieder zu erholen. Bei Kapitalsperrungen von 6 Monaten bis 5 Jahren können Bruttozinssätze von 1,8 bis 3% erzielt werden. Die Angebote der Südtiroler Banken hinken jenen nationaler Institute aber hinterher. Es lohnt sich daher, Angebote miteinander zu vergleichen.